Die päpstliche Universität Gregoriana in Rom. Auf dem Lehrplan dieser Studenten steht ein heikles Thema: der Umgang mit sexuellem Missbrauch. Absolventen aus aller Welt, Priester, Nonnen und Laien, werden am Zentrum für den Schutz Minderjähriger fächerübergreifend geschult. Ausgearbeitet hat das Curriculum der deutsche Priester und Psychotherapeut Hans Zollner. Wir sehen, dass Schutzmaßnahmen helfen, wenn sie konsequent angewandt werden. Wo das geschieht, gibt es nur ein Minimum an neuen Vorwürfen gegen Priester. Zollner ist auch Mitorganisator der Vatikankonferenz, auf der Bischöfe aus aller Welt über den Schutz von Kindern diskutieren wollen. Nach Ansicht von Experten markiert die Konferenz einen entscheidenden Moment im Pontifikat von Papst Franziskus. Ich glaube, wir müssen handeln und wir brauchen konkrete Beschlüsse, die unmittelbar oder kurz nach dem Treffen umgesetzt werden. In Rom werden bereits seit 4 Jahren Seelsorger und Laien für den Umgang mit dem sensiblen Thema ausgebildet. In ihrer Heimat werde das Thema noch immer unter den Teppich gekehrt, beklagt diese Absolventin aus Tschechien. Ich glaube, was an diesen Kursen wichtig ist, ist, dass wir uns als Menschen ändern, dass wir uns des Leids stärker bewusst werden, dass wir bessere Christen, bessere Menschen werden. Denn es geht um Leid, großes menschliches Leid. Zu der Konferenz im Vatikan sind auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester eingeladen.